Peace, my friends! Und heute gibt es wieder eine neue Folge hier auf meinem Kanal. Heute eine neue Folge von Mr. Meat. Ja, es ist sehr lange her, seitdem ich wieder ein Video dazu gemacht habe. Und, kannst lesen, die 1.6.0 Version ist draußen. Ich habe sehr viel verpasst und darum schauen wir uns ein bisschen alles an. Und dann würde ich sagen, nicht lange fackeln, drum geht's. Wollte Amelia Clark, 28 Jahre alt, brünett, um Hinweise werden gebeten. Vor ein paar Wochen hat sie ein Praktikum bei Mr. Meat aufgenommen. Seitdem gibt es keine Neuigkeiten mehr von ihr. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben gleich auf dem Geistmodus, weil sie ja auch so geistlich ist. Ja. Und es hat sich etwas verändert, dass... Startmenü ist anders, die Musik ist anders, Amelia Clark sieht anders aus und so weiter. Und das Laden dauert länger. Und sehr wenig. Na, ich wollte gerade einen Schnitt machen. Oh, hat sie noch ein paar Freunde? Wusste ich nicht. Warte, dort ist eine Tür. Neue Bereiche. Das habe ich übrigens auch auf Instagram gesehen von Mr. Meat Game. Folgt dort gerne. Und sie haben drei Nächte, um das Mädchen zu retten. Das Menü ist anders. Die Joystick-Grafik ist auch anders. Okay. Und es... ja. Geht nicht gut, darum... So. So, jetzt hier geht's ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich vorhabe. Fleisch? Herr Fleischmann, wo bist du? Hier hat sich mega viel geändert, die Küche ist jetzt neu saniert, so wie es aussieht. Der Schimmel ist weg. Okay. Upp. Wo ist er denn? Herr Fleischmann, wo sind sie? Sind sie noch am Schlafen? Ah. Also jetzt bewegen sie sich bitte ganz normal. Wissen Sie, was Sie sind? Sie gehen mir auf den Sack. Ich gehe jetzt. Die nehme ich mal mit. Ein Moment, weil dort ist die blaue Tür nicht mehr. Okay. Hier brauche ich ein Schloss. Ich habe schon mal ein paar Videos gesehen, dass das... Der Schlüssel hier eingehängt. Das tut er aber nicht. Oder dass er unten im verschimmelten Garten, was sage ich hier, hier ist, genau. Grüne Taste. Wow. Das ist krass. Soll ich eigentlich mal Hintergrundmusik machen? Jetzt ist die Tür dorthin, nehme ich die Schneidezange mal mit. Ja, jetzt ist die Kamera dort und was ist das? Dort geht's runter, aber machen kann ich hier nichts. Geht hier runter. Ja, sollte es. Und das ist der Hof. Ganz viel Heu. Und auf einen Moment mal. Bist du eine Sau? Vielleicht wird Mr. Meat dich auch noch aufschnitzen und so weiter. Wie er beginnt, kannst du haben. Okay. Wir haben hier erstmal die Türe.
aufmachen. Ich werde vielleicht im nächsten Video auf einfach gehen und mal schauen, ob ich mit der, wie die Sau auf uns reagiert. Oder auf mich, muss man sagen, weil ich spiele ja. Und ob ich auf der reiten kann, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Man sollte auf der reiten können. Und der andere, der geht immer noch nicht. So, den nehme ich jetzt in meine Hand. Mach den blöden Spiegel kaputt. So, jetzt zeige ich dem, was lang geht. Hören Sie mal schön zu. Wenn ich meine Bestellung nicht in 3 Sekunden bekomme, schieße ich dieses schöne Pfeilchen in ihre Nase und dann werden sie umfallen. 3, 2, 1, sie wollen es nicht anders. Jetzt sehen Sie, was Sie davon haben. Und jetzt möchte ich meine Bestellung. Ich möchte ich weiß gar nicht, was meine Bestellung ist. Jetzt. So. Das hat niemand gesehen. Ich brauche die Knallzunge. Ja, hier sind immer noch diese Füße. Oh. Okay. Das ist meine Kamera immer so halb. Du bist jetzt, du glaubst, holst jetzt meine Bürste. Ich möchte mein... Das ist nichts. Oder hier ist nichts. Dein Logo ist hässlich. Und du hast gelbe Zähne. Du putzt auch nie die Zähne. Wo ist diese Kneifzange? Stimmt, die ist hier hinten. Ich habe gesehen, da, hier ist sie nicht. Das ist schlimm. Das geht nicht. Ich habe gesehen, dass es jetzt eine neue Game-Over-Animationen gibt. Und die schauen wir uns in den nächsten Videos an. Es ist toll, dass ich wieder YouTube-Videos drehen kann. Diese Sau ist sehr seriös. Da wird wahrscheinlich auch alles beschlossen sein. Und hier geht's auch. Aha, Autoschlüssel. Hier geht's auch. Aber hier ist leider gar nichts. Das ist sehr traurig. Mach der armen Sau bitte nichts, wenn dann möchte ich das machen, gell? Hast mich gehört? Und wie kann er uns sehen, wenn er die Augen zu hat? Das ist komisch. Machen wir hier auf. Holzklotz. Blaue Schlüssel. Sie haben eine neue schöne Anzahl zeigen. Brauche ich aber jetzt nicht, weil das... für was haben wir den blauen Schlüssel, wenn es kein blaues Schloss gibt? Ding. Ich verbringe meine Zeit mit Schubladen aufsuchen. Na gut. Ja, wir sehen uns wieder, falls ich die Dings gefunden habe. Leute, ich finde die Kneifzange einfach nicht. Überall habe ich geschaut. Oder warte mal. Vielleicht ist sie oben in den Schränken. Ich habe leider nicht... Ah, der Code. Das ist nicht das, was ich brauche, aber... Machen wir einfach mal auf. Roter Schlüssel. Ich frage mich, was ich mit dem will. Leute, wisst ihr was? Wir machen das mit der Game Over Szene einfach jetzt. So, wir sehen uns, wenn es losgeht. Wie viel lädt ein? Wir müssen ja noch das dann alles aufmachen. Ich habe das schon mal gemacht. So, das durchgehen. Es packt aber. Und
Weiter so. Letzte Nacht. Gut, das ist mega einfach. Habe ich schon mal gemacht. Schnell durch und bis dann. Und jetzt geht's los. Okay, wir haben unsere Beine, unseren Arm. Okay. Jetzt schlagt er uns ab. Krass. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder oder morgen. Bis dahin. Tschüssi.